zu einer neuen Runde von Minecraft Zwecksit. Beim letzten Mal, ich finde das auch geil, haben wir uns eine eigene Pocket Dimension gecraftet, die ich vielleicht hätte da hinsetzen können, aber da werden, sieht die noch interessanter aus. Ich hatte übrigens noch einen Zombie-Kopf, den sollte ich da jetzt hinsetzen. So, und jetzt bewegen wir uns mal in die anderen Städte. Ich weiß nicht, was mit ihm hier ist, aber so, so, so. Zuerst hier hin. Leck. Das war jetzt wo? Sturmwald. Gut, egal wie, so. Die packe ich. Wo packe ich mich hin? Hier hin, genau. Sturmwald ist geplaced und ich habe übrigens dann zu viele Warpdorn gemacht. Die nächste muss ja dann Falkenstein sein. Das ist nämlich das hier. Ich muss nur gleich noch mal kurz in die anderen Städte, aber das ist nicht so das Problem. Haben wir hier irgendwo eine Höhle? Irgend so eine verdammte Möglichkeit muss es... Alter, leck! Hallo, danke! Das war jetzt interessant. Ich darf ja gar nichts in der Nähe der Stadt hier machen, das weiß ich. Das Problem ist, dass diese Stadt echt miserabel gebaut ist. Die ist in allen Richtungen. Die ist auf einer Insel gebaut. Komm. Danke. Puh, okay. Fällt doch auf. So. Dann kann ich das hier aber erstmal wieder wegmachen. Ich darf hier kein Licht machen. Ernsthaft? Das ist doch scheiße. Nein, keinen Stein! Give me please Erde. Geht doch. So. Haben wir das auch erledigt.
So, die ersten Türen existieren. Und die Pocket Dimension existiert auch. Das hier finde ich einfach nur interessant. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich dich baue, aber eine Pocket Dimension haben ist cool. Wobei ich die lieben gerne hier gehabt hätte jetzt. Egal. Ich werde das Lager somit nämlich jetzt umsetzen und soll jetzt ins die Pocket Dimension gehen. Haben wir das soweit? Ich habe zwei Warp Doors zu viel gemacht. Den Rift Remover werde ich auch behalten. Ich habe so viele Ghostblöcke verbraucht. Warum habe ich eigentlich Stonebricks in der Hand? Ach ja, natürlich, klar. Habe ich recht? Jo, habe ich. So, die Pfeile weg. Das interessiert mich jetzt kurz. Was ist, wenn ich einen Bogen in der Hand habe? Wird er mir irgendwo angezeigt? Ab wann gilt es denn als voll? Ja, dann. Okay. Das ist mir egal. Spiegelrucksack komplett. Ich habe natürlich nicht genug Level, um die zu benennen. Das werde ich aber machen demnächst. Ich könnte ja Verzauberung aus der Dingens wegnehmen, aber nein, das wäre gemein. Open the temporary door, special teleport attack and rift. Okay. Was wollte ich jetzt noch machen? Ach ja. Schlafen zum Beispiel. Schlafen. So, ey, komm. Zack, zack. Und zwar möchte ich einen Weg von hier darüber haben. Die Sache ist nur diese Absperrung, die er hier gemacht hat, finde ich ein bisschen gemein. Dieses Haus hier muss verschwinden. Ich glaube, das wollte jemand abgebaut haben, hat es aber bis dahin nicht getan. Interessant, ich hab mehrere Aufgaben, die ich machen will und nicht mal alle habe ich und ich krieg's bis heute nicht auf die Reihe. Weg mit den Gläsern. Übrigens, diese Sache mit diesen Doors kann natürlich auch schief gehen. Wenn du nicht schnell genug und richtig dran arbeitest, könnte dir diese Aktion nämlich dein Haus zerstören. Es frisst alles. Und soweit ich weiß, kann es spawnen dann auch Endermans und so. Deswegen sollte man da schon aufpassen. Damit das klar ist, noch. Gut, ey. So viele nicht bewohnte Häuser, ey. Guck dir diesen versperrten Weg an, ey. Den werde ich dir jetzt leider wieder entsperren. Ich bin ein ganz schlimmer Finger, bin ich. Ich entferne einfach nur das Stein. Ich frage mich, ich werde auch mal irgendwann mal off the week fragen, warum er eigentlich diese glorreiche Idee gemacht hat, hier mit diesen ganzen Türen. Sag doch mal schnell, mit
Warum er die Zäune gesetzt hat. Wir sind eine Gemeinschaftsstadt. Da sollte eigentlich niemanden irgendwas irgendwie irgendwo aussperren. Ist recht ein Gemeinschaftsprojekt. Okay. Erst einmal weg. Ob ich mir nicht eine extra Falle einfallen lassen sollte für die Leute nicht aus Lichtenfels. Weil falls irgendwelche Leute nämlich jetzt meine Dimension Tours finden könnten, was jederzeit sein könnte. Alter! Warum kriege ich denn. Jetzt fangen die Lags an oder was? Ich hoffe, ihr hört die Handy-Vibration die ganze Zeit auch nicht. Ich werde, warum auch immer, die ganze Zeit angetaggt. Halt. Zack. Moment, das sehe ich nicht an. Zack, ich habe die Playlist nie überarbeitet. Nur neue mal reingetan. In einem Land, wo Minecrafter Minecraft spielen. Ach ja. So, das werden so viele. Warum steht mir ein Bett? Warum steht da ein Bett? Warum steht da ein Bett? Ich werde es nie erfahren. Bis auf Lags. Die werde ich zu Genüge erfahren. Und das sind diesen Part am meisten. Okay. So, haben wir wenigstens in diesem Part uns wieder von einem Haus entbehren können. Sehe nur, ich darf dann bald schon wieder. Hallo Minecraft! Komm, leggy doch noch mehr rum. Ich verstehe diese Lags nicht. Da, jetzt ruckelt das aber auch bei jeder Fitzelbewegung. Gut, der PC ist doch schon verdammt lange an. Das ist natürlich klar, aber... Ich kann doch wohl wenigstens für diese circa 20 Minuten, die ich ja immer mache, wenigstens mal die Scheiße hier aushalten können, oder nicht? Drecks-PC, so. Haben wir das auch. Und damit ist auch dieses Haus verschwunden. War hier mal ein Haus? Ich weiß noch gar nicht, wie ich das Lager aufbaue, aber ich habe eine die Pocket der Menschen ist ja riesengroß, ne? Genauso wie diese Lags. Die ich jetzt immer, die echt immer mehr kommen. Wie lange habe ich denn noch? Oh Gott. Damit da auch keiner reingeht. Es werden bestimmt welche reingehen. Mich wird's. Alter, Alter, Alter! Merkt ihr das? Ich komme hier kaum noch zu irgendeiner Aktion. Nein, nicht ich. Übrigens, jetzt werde ich das Schild wieder reinhauen. So, weg damit. Bringen wir mal die Pressures hier mit rein. Boah, habe ich viel Holz! Auf einem anderen Server, wo ich irgendwann mal gezockt habe, hatte ich irgendwie kaum Holz.
Wenn man mal überlegt, dass ich wirklich kaum vieles von irgendwas hatte. Jetzt habe ich sogar zu viele Fackeln, sehe ich gerade. Seeds. Ich habe eine Chest. Wo habe ich denn her? Woher habe ich denn eine Chest? So. Erde. Wie viel Erde habe ich eigentlich? Ja, nicht gerade viel. Ich sollte irgendwann die Erde farmen. Ich habe echt noch keine Idee, wo was ich hier reinhauen sollte, jedenfalls jemals. Die Idee wäre vielleicht nur eine kleine Abkürzung zwischen diesen beiden Etagen. Da müsste ich hier irgendwie mir was einfallen lassen. Nee, das wäre zu unlogisch. Ich hatte gerade eine ganz komische Idee, aber die habe ich dann gleich verworfen. So. Und zwar, wie gesagt, ich will... Ich habe hier keinen wirklichen Weg rüber zu Laggy Boy. Wie auch ich damals, als ich das zum Portal gesetzt habe, einfach nicht mehr weitergemacht habe. Weil das Portal steht, aber es existiert kein wirklicher Weg dahin. Boah, Alter, ich habe so viele Planungen eigentlich und ob ich die jemals mal in diesen, ich weiß nicht, wie viele Parts das wird, kommt doch darauf an, wie lange dieser Server hier existieren wird. Aber eigentlich habe ich das geplant, das Projekt echt lange zu ziehen. Das war ein Lag. Zack, zack, zack. So, und zwar soll einmal ein Weg nach hier hin zu diesem Portal. Ein zweiseitiger Weg, es geht aber nicht anders, dadurch, dass dieses Haus ja hier existiert. Nein! Ich hasse diesen PC! Habe ich das schon mal gesagt, jemals? Falls nicht, jetzt wisst ihr es. So, Gravel. Yay, ich krieg wenigstens eine Gravel-Seite rein, oder was? Tja, super Sache das da. Und ich kann mich, wie gesagt, kaum noch bewegen. Und ich nenne diesen, ich weiß schon, wie ich diesen Part nenne. Das waren zwei Fail-Platzierungen. Einmal der Weg. Und dann werde ich hier noch ein Dreierwegchen bauen. Würde ich sagen. Genau. Gut, Leute, ich würde jetzt auch sagen, das war's dann auch erstmal mit diesem Part wieder. Wir sehen uns dann beim vielleicht nicht mehr so laggyhaften Minecraft. Weil es ist schon ein bisschen nervig. Es tut mir auch echt leid. Der Plan war, das hat's nicht. Ist das ein Busch in einem Busch oder was? Ja, ist es. Zack. Gut, Leute, wir sehen uns, wie gesagt, dann beim nächsten Mal. Bis dahin und... Ciao. Wow.